und heute zeige ich euch zwei Commands in dem Video. Und falls ihr noch mehr davon sehen wollt, lasst ein Like und ein Abo da. Und ich würde mich sehr freuen, falls ihr mich supporten könnt. So, und auf meinem Kanal drehe ich heute hauptsächlich, oder ich drehe generell hauptsächlich nur Minecraft. Und ich zeige euch, wie man coole Häuser baut oder wie man eine TNT-Kanone baut, etc. So, jetzt starten wir mal direkt mit dem Video. Also, ihr craftet einen Command, indem ihr eingibt, warte, ich zeige euch das jetzt. Hier. Ihr müsst erstmal auf das Schnellmenü. Was für Schnellmenü? Da müsst ihr erstmal /gif eingeben. Und dann müsst ihr euren Namen eingeben. Zum Beispiel ist es bei mir Devin. So. Und dann müsst ihr einfach nur eingeben. Command. Unterstrich Block. Das war's eigentlich. Hier seht ihr es. Command unter Gift Devin Command unterstrich Block. So, dann kriegt ihr jetzt einen Command Block. Ich habe hier schon einen. So. Und mein erster Command, den ich euch. Es laggt so sehr. Mein erster Command, den ich euch heute zeige, ist der. Und ihr müsst es auch so einstellen wie ich. Ihr müsst wiederholen drücken oder repeat, was weiß ich was. Und needs redstone oder benötigt redstone. Und hier, Dings da. Die ist zweite auf jeden Fall. Und hier oben ist der Command. Gebt den ein, macht auf Pause, was weiß ich was. Und jetzt zeige ich euch den fürs Erste. Also das ist der Command. Und jetzt müsst ihr hier rauf drücken. Und den Command würde ich nicht machen, wenn ein Haus in der Nähe ist. Weil das ist sehr gefährlich für das Haus. Hier seht ihr es jetzt. Und jetzt zeige ich euch mal, was passiert. Man wird 100.000, was weiß ich was, in die Luft geschleudert. Das ist heftig. Und jetzt gehen wir jetzt... zeige ich euch meinen zweiten Command. Und falls ihr das macht und nicht mehr runter könnt oder runter wollt, was weiß ich was, dann müsst ihr einfach nur /kill eingeben. So. Und weiter geht's, dass ich jetzt euch den zweiten Command zeige. Bis gleich. Freunde, da sind wir wieder. Und jetzt kommt tatsächlich mein Favorite Command. Dafür braucht ihr nur eine Enderperle. Und das ist jetzt kein Fake, was ich mache. Und guckt euch jetzt einfach den Command an. Ich werde mir den gut merken. Warte, hier könnt ihr alles sehen. Gut. /execute. Add E, Klammer auf, Type gleich Ender, Unterstrich Perl, Klammer zu, diese Wellen, Zoom und TNT, diese Welle, 2, diese Welle. So. Und jetzt, Freunde, Highlight. Ich hab's angeschalten. Sieht doch krass aus. So kann man richtig einfach einen Fluss machen. Vor allen Dingen das ist so cool. Direkt ein Bild. So. Freunde, das ist meiner Meinung nach mein Favorite Command. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Ich würde mich über eine positive Bewertung freuen in den Kommentaren. Und das war's mit dem Video und ciao!